Ich konnte heute, weil ich nicht mehr Mitglied des Deutschen Bundestages bin, Olaf Scholz noch nicht persönlich gratulieren und möchte das deshalb auf diesem Wege nachholen. Herzlichen Glückwunsch, sehr geehrter Herr Bundeskanzler, lieber Olaf Scholz. Ich weiß aus eigenem Erleben, dass es ein bewegender Moment ist, in dieses Amt gewählt zu werden. Sie erahnen vielleicht, dass es eine spannende, erfüllende Aufgabe ist, auch eine fordernde Aufgabe. Aber wenn man sie mit Freude angeht, dann ist es vielleicht auch eine der schönsten Aufgaben, die es gibt, für dieses Land Verantwortung zu tragen. Ich wünsche Ihnen von Herzen alles Gute bei dieser Arbeit und immer eine glückliche Hand für unser Land.